Herzlich willkommen bei World Changer, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburg AG. Der Energieausweis ist das Qualitätspickerl einer jeden Immobilie. Egal ob bei Vermietung, Verkauf oder Verpachtung, muss der Energieausweis vorhanden sein. Auch beim Neubau und bei vielen Förderungen ist der Energieausweis unumgänglich. Die Daten werden vor Ort aufgenommen und wie das aussieht, das zeigt Ihnen jetzt Gerhard Melun, unser Energieberater. Schlecht gedämmte Fenster und Türen führen zu Wärmeverlust und hohen Heizkosten. Auch dieses Haus in Seekirchen bedarf einer dringenden Sanierung. Ich wohne jetzt 33 Jahre da in Seekirchen, in dem Reihenhaus mit meiner Familie. Inzwischen sind die Kinder erwachsen und ausgezogen. Und natürlich fallen jetzt Sachen an im Laufe der Jahre. Speziell die Fenster sind jetzt schon auf der Wetterseite kaputt und ein bisschen Luftzug spürt man auch, wenn der Sturm geht. Also es gehört dringend saniert. Und deswegen mache ich jetzt einen Energieausweis, damit ich die Förderung vom Land auch in Anspruch nehmen kann. Das ist jetzt mein Ziel momentan, zu schauen, wie ich das finanzieren kann und wie sich das entwickelt. Bei den Förderungen vom Land Salzburg bezüglich Fenstertausch gibt es seit dem Sommer eine Neuerung. Die Förderrichtsätze haben sich geändert, die sind erhöht und angepasst worden. Das Ganze hat sich jetzt am 1. August abgespielt. Und vorher hat man zum Beispiel bei einer Einzelmaßnahme, so wie es hier ist, also nur Fenstertausch, 15% bekommen. Jetzt bekommt man 20% und der Fördersatz hat sich auch geändert von maximal, also bis zu 400 Euro, jetzt sind es bis zu 600 Euro und davon eben dieser Prozentsatz, der neue von 20%. Familie Nemetz-Fiedler will alle 19 Fenster im Haus tauschen lassen. Damit sie die Förderung in Anspruch nehmen können, benötigen sie erst einen Planungsenergieausweis. Dabei hilft ihnen Energieberater Gerhard Melun von der Energieberatung der Salzburg AG. Also ich vergleiche das hier befindliche Gebäude mit den Plänen und messe alles sozusagen aus, ob Fenster vermesse ich natürlich, Raumhächen. Bestimme den Aufbau der Wände, der Dachdecken, erliegenden Fußboden und so weiter. Schau, was ist bei einem Haus beheizt, was ist unbeheizt, weil unbeheizte Gebäudeteile fließen in die Berechnung nicht hinein. Die Fensterqualität hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert, vor allem beim Glas und beim Rahmen natürlich auch. Natürlich die Heizkosten sinken, die Wohnqualität steigt, weil die Oberflächentemperatur an der Glasscheibe innen natürlich wesentlich wärmer ist wie bei den alten Fenstern. Da hat man natürlich nicht nur die Zugerscheinungen, sondern auch Abstrahlung, kalte Abstrahlung sozusagen in den Raum. Den Planungsenergieausweis bekommen die Kunden vorab als PDF zugeschickt. Dieser wird auf einer speziellen Plattform hochgeladen. Anschließend kann der Kunde mit der Sanierung beginnen. Wenn die Sanierung fertiggestellt ist, meldet er sich wieder. Der Energieausweisberechner kommt dann wieder vor Ort, schaut sich das an, bestimmt die Fensterqualität sozusagen, die neue, und tut den alten Bestandsenergieausweis auf den neuen Ist-Zustand adaptieren. Alle Informationen zum Energieausweis und den Förderungen finden Sie auf www.salzburg-ag.at/energieberatung. In der kalten Jahreszeit hat die Heizung wieder Hochsaison. Wie diese effizient zum Betreiben ist, das zeigt Ihnen Hermann Griesner, unser Energieberater, und hat Tipps und Tricks, wie Sie Ihre Heizung winterfit machen können. Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, soll der Heizkessel für wohlige Wärme sorgen. Es ist also höchste Zeit, die Heizung wintertauglich zu machen. Ist sie richtig eingestellt, sparen Sie Energie und Geld. Die Heizung von Walter Lagoya ist über den Sommer ausgeschaltet. Jetzt im Herbst nimmt er sie wieder in Betrieb. Das Erste, was ich mache, ich schalte den Hauptschalter ein und dann überprüfe ich, ob die Daten im Relais stimmen. Jahreszahl, Tagesdatum, Einschaltzeiten. Nicht, dass die Heizung dann tagsüber abgeschaltet ist oder reduziert ist und über Nacht voll läuft. Anschließend kontrolliert der Hausherr, ob der Wasserstand bzw. Wasserdruck in Ordnung ist. Wenn ein Haus ca. 10 Meter hoch ist, dann braucht man mehr als ein Bar Druck. Als nächstes untersuche ich, ob
der Heizung die Umlaufpumpen funktioniert, ob auch wirklich die einzelnen Uhren die Daten zeigen, dass sie eben aufheizen. Weiter geht es hinauf ins Erdgeschoss. Hier werden die Heizkörper kontrolliert. Bei den Heizkörpern ist es so, man greift einmal, ob der Heizkörper warm wird. Wenn nicht, dann muss man ihn entlüften. Das zweite ist, dass man den Thermostatregler unten abschraubt. Da kann kein Wasser herauskommen. Und dann ist dort eine Art Nadel drinnen. Wenn die steckt, kann passieren, dass eben kein Wasser durchgelassen ist. Da wirkt oft ein Ölspray Wunder. Hermann Griesner von der Energieberatung der Salzburg AG hat für Herrn Lagoya noch einige Tipps, wie er zusätzlich Heizkosten sparen kann. Was man im Sommer unbedingt tun sollte, mal testweise die Heizung einschalten, um zu prüfen, ob die Heizungspumpe läuft. Denn wenn diese monatelang stillsteht, kann sie festsitzen. Das heißt, sie steht, obwohl die Heizung eingeschaltet ist, bleibt sie im Haus kalt. Natürlich muss man überlegen, soll man alle Räume heizen jetzt oder nur einige Räume wirklich vollheizen und andere temperieren. Das Dach spart Energie. Wirklich zu empfehlen sind elektronische Raumthermostate oder Thermostatköpfe. Diese können ein Programm eingestellt haben, sodass jeder Heizkörper genau dann heizt und so viel heizt, wie es nötig und wichtig ist. Ein weiterer Punkt ist richtiges Lüften im Winter. Im Sommer ist es egal, wie man lüftet, aber im Winter muss man energieeffizient lüften. Also keinesfalls gekippte Fenster und Türen, sondern Stoßlüften für ein paar Minuten und die Luft ist wieder in Ordnung. Und man vermeidet auch Schimmel im Raum. Ein sehr einfacher Punkt ist Zugluft vermeiden. Zugluft ist ein Energieräuber. Mit einfachen Dichtbändern, die sehr billig sind, die nachdichten und das passt und der Wohnkomfort ist gesteigert. Außenrollos in der Nacht runterlassen, innen Vorhänge, Jalousie zuziehen, denn über das Fenster verliert man deutlich mehr Wärme und wenn das durch den Vorhang geschützt ist, spart man Energie. Die Heizkörper nicht verdecken, sondern frei stehen lassen, frei abstrahlen lassen, denn ansonsten blockiert man die Wärmestrahlung und das erhöht die Heizkosten. Und ein weiterer, vielleicht letzter Punkt, die Heizungsrohre im Keller und im Haus sollten wärmegedämmt sein, also nicht blank. Wenn Sie einen sehr warmen Keller haben, dann ist ein Indiz, dass hier eine Isolierung, eine Wärmedämmung hilfreich ist. Das können Sie selbst machen, das Material im Bauhaus besorgen. Natürlich kann es auch eine Fachfirma für Sie ausführen. Mit diesen Tipps ist es im Winter nicht nur wohlig warm, sondern Sie sparen damit auch Geld und Energie.